So viel ist klar, die Veröffentlichungen des Internetportals bedeuten nicht nur das größte und schlimmste Leck in der Geschichte der Diplomatie, sie sorgen auch für eine weltweite Diskussion über die USA und ihre Rolle in den Krisen- und Kriegsregionen. Die Einlassungen zu den Charaktereigenschaften des einen oder anderen Politikers werden vielleicht nicht viel Nachhall finden und die Welt auch nicht verändern. Wirklich brisant ist, was über Diktaturen, militärische Verbündete und politische Partner und deren Beziehungen untereinander zu erfahren ist. Benjamin Gialowski mit den weltweiten Reaktionen. Die wohl brisantesten Details betreffen Iran. So steht in den US-Papieren, gleich mehrere arabische Staaten hätten sich für einen Militärschlag gegen das Land und gegen Präsident Ahmadinejad ausgesprochen. Eine Erschütterung der ganzen Region. Die Enthüllungen könnten für einige arabische Führer brandgefährlich werden. Wenn nämlich die hiesige Öffentlichkeit erfährt, wie sehr sich ihre heroischen Führer vor einer iranischen Hegemonie fürchten. Und dass man bereit sein könnte, die USA, aber auch Israel bei einem Angriff auf den Iran zu unterstützen. Unterstützt fühlt sich Israel auch in seiner Einschätzung zur Türkei. In den US-Papieren wird Premierminister Erdogan scharf attackiert. Das Land, so heißt es, entferne sich immer weiter vom Westen. Aus Sicht von Israels Regierung bewegt sich der einzige Partner Türkei schon seit längerem in die falsche Richtung. Auch die Geheimdienste hier warnten, der Kurs der Türkei werde immer islamistischer. Premier Netanyahu sieht sich durch die WikiLeaks-Enthüllungen bestätigt, Israel sei auf der sicheren Seite. Aufatmen hier. Im Gegensatz zu vielen anderen habe Israel keinen Schaden erlitten. Tiefes Misstrauen hegt die US-Regierung wohl auch gegen Pakistan. Der dortigen Regierung trauten sie nach Angaben der Quellen nicht zu, ihre Atomwaffen gegen Extremisten zu schützen. Pakistan und die USA sind Verbündete im Antiterrorkampf, aber der regelrechte Amerika-Hass im Volk bekommt durch WikiLeaks Wasser auf die Mühlen. Bei der nächsten Atommacht sind die Veröffentlichungen eher persönlicher Natur. Russlands Präsident Medvedev wird in den US-Papieren als blass und zögerlich bezeichnet, Ministerpräsident Putin als Alpha-Rüde. Wir können es nur ahnen, aber Premierminister Putin dürfte sich klammheimlich gefreut haben, dass wenigstens die Amerikaner begriffen haben, wer hier der Chef ist. Das offizielle Moskau aber schweigt. Schweigen auch von der chinesischen Regierung noch. Denn sie wird in geheimen US-Papieren verdächtigt, Nordkorea beim Transport von Raketenteilen nach Iran unterstützt zu haben. Für Raketen, die bis nach Berlin und Moskau reichen würden. Diplomaten und Geheimdiensten ist dieser Vorwurf nicht neu, aber jetzt öffentlich und schwarz auf weiß. Kratzt er doch sehr am friedliebenden Image, das sich Chinas Kommunisten gerne selber geben. WikiLeaks, das haben wir gerade ausprobiert, ist in China geblockt. Was auch nicht weiter verwundert in einem Land, dessen Zensur alle Informationen unterdrückt. Ja, und dann noch das UNO-Hauptquartier in New York. Hier soll US-Außenministerin Clinton ihre Diplomaten gegen alle UNO-Regeln angeordnet haben, Vertreter anderer Staaten auszuspionieren. Inklusive des Generalsekretärs. Offiziell hält man sich hier im UN-Hauptquartier mit Kommentaren zurück. Aber die Spitzelanweisungen für US-Diplomaten sind natürlich das Gesprächsthema. Einig sind sich alle, das wird die Vertrauenswürdigkeit der Vereinigten Staaten hier bei den UN schwer beschädigen. Die Reaktionen auf die WikiLeaks-Papiere. Ein weltweiter Aufschrei, der noch lange nicht verklungen ist.